Mal sehen, ob ich mit seinem... Das ist ein Eisball, den ich hier habe. Ich wollte aber eigentlich diesen... Nein. So. Ich wollte eigentlich diesen silbernen Ball haben. Vielleicht komme ich an diese 23 da unten ran. Guck, da kann ich hier vielleicht den Boden zerstören. Ja, sehr schön. Denn das Extra-Leben brauche ich dringend. So, jetzt müssen wir mal sehen, wie wir hier weitermachen. Oder habe ich den grünen Schlüssel? Nee, den grünen Schlüssel habe ich nicht. Das heißt, irgendwo muss es hier noch weitergehen. Irgendwo anders. Jetzt hier vielleicht noch weiter nach oben? Dachte ich mir. Das sah auch schon so komisch aus. Also das... Bitte. Irgendwann musste sowas ja mal kommen. Nein. Ich habe noch keinen Zwischenspeicherpunkt gefunden. So langsam wäre es ganz lässig, wenn ich den finden würde. Oder so ein Herz wäre auch ganz schön. Ja, stattdessen... Ah, da ist der Speicherpunkt, okay. Ich gehe zuerst mal hier hoch. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwas Tolles finden kann. Stattdessen kriege ich Bälle. Ich möchte gerne den normalen Ball haben. Danke. So, da ist der rote Schlüssel. Habe ich den goldenen Schlüssel schon? Nein. Kann ich hier nach unten fahren? Kann ich hier nach oben fahren? Kann ich nicht. Hier komme ich an diesen Stromdingen her vorbei. Da ist der goldene Schlüssel. Dann gehen wir doch gleich nochmal zurück. In der Hoffnung, dass da unser gefangener Freund drin ist. In dieser Tür. Schauen wir doch mal. Nein, war er nicht. Aber ein Herz ist drin. Das ist doch schon mal sehr fein. Dann geht es uns zumindest mal jetzt wieder gut und wir können das hier ohne Probleme testen. Ja, damit habe ich irgendwie so gerechnet. Auch damit, dass ich runterfalle, habe ich gerechnet. Und auch mit dem Strom, muss ich sagen, habe ich hier irgendwie gerechnet. Okay, eine... geschlossene Tür? Eine offene? Also, die Tür... Wieso ist die Tür hier offen? Okay, ich versuche erstmal mein Glück hier mit dem Weg. Natürlich nehme ich erstmal Schaden. Wie sich das gehört, ne? So, jetzt aber. Mal sehen, was wir hier oben finden. Ein Extraball und noch ein Aufzug. Also jetzt wird es so langsam hier echt kompliziert. Ein Aufzug, okay. So langsam wird es hier echt kompliziert. Sind wir hier auch noch was? Nur Sonderbälle. Okay. Dann eben so. Gut, dann müssen wir wohl hier nach oben. Ich bin jetzt weiter gesprungen, als ich eigentlich wollte. Aber egal. Hat funktioniert. So, erstmal den Affen da erledigen. Dann können wir gerne weitergehen. So, prima. Okay. Das heißt, hier habe ich eigentlich nicht so viel Zeit, glaube ich, um da drauf zu hüpfen und den Strom hier abzuschalten. Dafür bin ich jetzt unverwundbar. Das heißt, ich sollte mich beeilen, da runter zu kommen. Ja, vielleicht kann ich jetzt auch hier mit diesem Schalter den Strom abschalten. Ja, kann ich. Okay. Hier gibt es so viele Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Da gibt es auf jeden Fall mal den gelben Schlüssel. Habe ich den Gefangenen hier schon gefunden? Nein. Das hier sieht mir aber stark nach Levelende aus. Das heißt, ich möchte hier noch nicht raus. Erstmal hole ich mir das Herz da oben. Und dann gehe ich hier wieder nach unten, denn war ja noch ein weiterer Weg. Meine ich zumindest gesehen zu haben. Da oben. Oder komme ich da? Nee.
So, jetzt muss ich das mal nachsehen, was er hier meinte, von wegen benutz deine Eisbälle für Plattformen. Aber so hilft mir das ja nichts. Wie komme ich da hoch? Also hier kann ich nichts machen. Ich bin mir sicher, dass da der Gefangene drin ist. Aber wie komme ich da hoch? Schalter hier kann ich auch nicht mehr benutzen. Vielleicht kann ich ja hier eine Wand einwerfen. Kann ich nicht. Den Boden vielleicht an irgendeiner Stelle. Ich auch nicht. Dann weiß ich es gerade ehrlich gesagt nicht. Wie ich da nach oben komme. Wie komme ich da zum, wie zum Henker komme ich da rauf? Das hier sieht mir zu stark nach Levelende aus, deswegen möchte ich da nicht rein. Das hier ist der Weg weiter. Nee, das kann es auch nicht sein. Irgendeinen Weg muss es doch da reingeben. Kann ich vielleicht so Plattformen erschaffen? Nee. Das hier bringt mir auch nichts. Das bringt mir nichts. Das bringt mir alles nichts hier. Ach, das ist ärgerlich. Wie könnte ich da hochkommen? Das lässt mich ja jetzt nicht kalt hier, ne? Da ist bestimmt der Gefangene drin. Da möchte ich drauf wetten. Aber wie komme ich da dran? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Verflucht. Wie komme ich da hoch? Vielleicht hat sie damit was zu tun. Wirklich. Wie komme ich da hin? Gibt's doch nicht, dass ich da nicht hochkomme. Irgendwie muss man doch da hinkommen können. Gibt's außer dieser Einröhre, gibt's sonst... Wieso hilft mir denn niemand? Ich komme da echt nicht hoch. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Okay, ich beende das Level jetzt einfach mal und, Och, Michael. Dann werden wir ja sehen, ob das schlimm ist, wenn ich mal einen nicht rette. Ansonsten muss ich irgendwie nachsehen, wie ich da hinkomme. Ihr wisst, das mache ich nur sehr ungern, aber manchmal muss es eben sein. Hier ist auch nichts, was mir weiterhelfen wird. Komm, ich beende das Level einfach. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob ich dann jetzt einfach so weitermachen kann. Ist das irgendwie anders markiert dann? Nö. Kann ich dann aus dem Level eigentlich auch einfach wieder so rausgehen? Oder? Chapter 4, ja. Okay, ich kann... das Level verlassen. Sehr schön. Das heißt, ich kann mir da was überlegen, wie ich da dran komme. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Nummer 5. Auch hier ist jemand gefangen. Okay. Also jetzt 3 Aufzugssysteme und... kleiner Nerverball. 3 Aufzugssysteme und...
eine Leiter. Jetzt müssen wir halt noch da rankommen, ne? So, wir nehmen mal Aufzug Nummer 1. Der führt uns sehr weit nach unten. Und dann nehmen wir den richtigen Ball, damit wir die Trillerpfeife hier kaputt machen können. Okay, wir brauchen den grünen Schlüssel, den wir noch nicht haben. Das ist blöd, aber okay. Dann fahren wir eben wieder nach oben. Und nehmen den zweiten Lift. Der führt uns 1 nach unten. Da ist nur so ein verrückter Schiedsrichter auf Kreissäge. Aha, da finden wir zumindest mal den silbernen Schlüssel. Beziehungsweise den silbernen Schlüsselbund. So, und dann fahren wir wieder nach oben und nehmen den dritten Aufzug nach unten. Der führt uns auf den Mittelpunkt oder sowas. Anscheinend gibt es hier noch ein Aufzugssystem. Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es hier noch ein Aufzugssystem gibt. Da ist der grüne Schlüssel. Okay. Dann gehe ich jetzt aber zuerst mal hier nach unten. Ach komm, so langsam war ich doch total jetzt gar nicht. Okay. Hier unten Unverwundbarkeitsschuhe. Mal sehen, was mir das bringt. Nichts. Eigentlich wollte ich doch hier so das hier machen. Ah, da ist der Gefangene, sehr schön. Thanks, Michael. I go with you, but I really have to get back now. You know how it is. Danke, Michael. Ich würde gerne mit dir mitgehen, aber ich gehe besser zurück. Du weißt ja, wie es ist. Has Dr. Cranium been here? Why, just a minute ago. Be careful, Michael. I think you're walking into a trap. Ja, er war gerade eben hier. Sei vorsichtig. Ich denke, du läufst in eine Falle. A trap, you say? Yes, a trap. He really outdid himself this time. You should see his new creation. Ja, eine Falle. Er hat sich wirklich selbst übertroffen. Du solltest seine neue Kreation sehen. Which way is the trap? Go down to the bottom and work your way back to the top. Hang on to some of your fireballs. Also ich soll erst nach unten, dann wieder ganz nach oben und soll meine Feuerbälle nutzen. Anything else? Check all the doors to find a secret tunnel. Cranium has a cool gold heart stashed nearby. Okay, wir sollen nachsehen, ob wir nicht irgendwelche Geheimgänge finden. So. Das heißt, ich muss hier jetzt wieder nach oben. Beziehungsweise erst ganz nach oben, ganz nach oben. So hat es zumindest gesagt. Das heißt, wir nehmen wieder den ersten Aufzug und fahren ganz nach unten. Verwenden hier den grünen Schlüssel. Jetzt mal sehen, ob wir können nach unten. Okay, können wir auch nach oben? Nein, können wir nicht. Also nach unten. Kommt da Strom. Seht ihr das da hinten? Das sind Augen. Okay, die fahren langsam nach unten, während wir draufstehen. Das heißt also... Autsch. Das heißt also, dass wir uns beeilen sollten, wenn wir draufstehen. Komm schon. So. Braves Äuglein. Da ist auf jeden Fall mal ein Schalter in der Wand. Okay, da kommt ein Lift gefahren. Da möchte ich jetzt mal... Doch, da möchte ich hin, denn da, ich glaube, ich mit dem Aufzug kann ich wieder nach unten fahren. Aha, ein Bonus-Levelchen. Aha, da war das goldene Herz, das er meinte. Sehr schön, da haben wir unsere Energie erweitert. So, jetzt kommen wir auch hier wieder raus. Hier können wir den Aufzug rufen. Kann ich damit nach unten fahren? Kann ich. Kann ich damit nach oben fahren? Kann ich nicht. So, jetzt geht es mir eigentlich ja nur noch um das Levelende. Erstmal die Pfeife da unten wegmachen. Gefällt mir ja nicht mit diesen Kraftfeldern hier. Aber wir haben es geschafft. Da ist auch der Mittelpunkt. Sehr schön. Ja, Gegner aus der Tür hatten wir schon länger nicht mehr.
So, ein Aufzug. Nach oben geht's nicht, aber nach unten. Da komme ich da an, okay. Falls ich das denn wollte. Will ich aber gerade nicht. Denn eigentlich habe ich ja alles gefunden, was ich in dem Level brauche, oder? Den habe ich doch glatt übersehen. Na, jetzt war ich so drauf fixiert, meinen Basketball umzuschalten. Ja, da habt ihr mein Smartphone gehört. Sollte ich vielleicht mal noch auf Stumm schalten. Das mache ich jetzt gerade mal schnell. Timeout. So, mal hier mal. Zack. So. So können wir das lassen. Und dann machen wir da mal weiter. So, da ist der Dicke. Der ist jetzt aber nicht wirklich gefährlich. Wenn man dann früh noch trifft. Okay, ich habe den goldenen Schlüssel noch nicht. Aber der hängt da. Wartet quasi nur drauf, gefangen zu werden. Und Verwundbarkeitsschuhe. Helfen die mir denn da irgendwie? Ja, die hätten mir geholfen, wenn ich das gesehen hätte, dass ich... Na, vielleicht bin ich ja noch schnell genug. Okay, jetzt lassen sie nach. Aber da würde ich schon gerne noch hin. Ja, das ist super. Hat ja einwandfrei funktioniert jetzt. So, und dann gleich hier reinspringen, wenn er mich denn lassen würde. Aber er lässt mich nicht. Deswegen riskiere ich jetzt einfach mal den ein oder anderen Treffer. Michael, du musst da schon reinhüpfen, sonst funktioniert das nicht mit uns zwei. So. Das alles für einen Ball. Schrecklich. Was man nicht alles für Extras macht, ne? Ach. Genau in den Blitz reingesprungen. Ich muss doch antizyklisch springen. Och, kacke hier echt. Das mit dem an Kanten stehen. Dieses Springsystem ist echt für einen Arsch. Wenn ich an der Kante stehe, dann möchte ich von der Kante ordentlich abspringen können und nicht so ein Pipifax da machen. Jetzt geht es auch noch runter hier. Okay, da oben gibt es einen Ball und noch einen Ball. Komm schon, Michael. Nein. So. So, jetzt wollen wir mal sehen. Super. Das ist suboptimal ausgegangen. Okay, das ist eine sich bewegende Plattform.